Die Provokationen und die Spaltung in den USA, das geht munter weiter. Wir hatten noch immer laufend den Bildersturm, also wo hier Denkmäler vom Sockel geholt werden, die nicht mehr politisch korrekt angesehen werden, was die Nationalen sehr, sehr auf die Barrikaden treibt. Jetzt geht es weiter, Spaltung bezüglich der Nationalhymne, das Heiligtum der USA, die National Football League, NFL, die ist jetzt hier mitten im Auge dieses Hurricanes. Die einen knien sich nieder, weil sie während der Nationalhymne, um zu protestieren gegen die Regierung und gegen Polizeigewalt, die anderen stehen zur Nationalhymne, Zuschauer verbrennen die T-Shirts ihrer NFL-Helden, weil sie zur Nationalhymne niedergekniet sind. Also kurzum, hier die Provokation, Spaltung in den USA geht munter weiter und das ganze große Thema ist Nationalismus und das wird natürlich in den USA ganz, ganz heiß gespielt, nachdem man die Leute über Jahrzehnte auf den Nationalismus eingeschworen hat, die Nationalhymne morgens in der Schule, in der Klasse erstmal aufstehen und Nationalhymne singen, all diese Themen mehr. Mit all den Hollywood-Filmen, Nationalstolz und Nationalismus, war absolut das Thema in den USA. Und jetzt will man das wohl loswerden, jetzt will man dagegen vorgehen, offenkundig. Und diese Diskussion, das ist natürlich gerade in den USA ein ganz, ganz spannendes Feld.